Servus zusammen, es ist Freitagabend, 21. Juli, 17:53 Uhr. Im Prinzip könnte ich den Film von letzter Woche, könnte ich einfach drauflegen. Es ist nämlich eigentlich gar nicht viel passiert. Ich gehe mal mit euch ganz kurz auf die Woche, nur um mal die Neutralität hier zu zeigen. Oszillator, neutral, Trendfolger, neutral, eine relativ kleine Kerze, aber positiv. Möchte ich sagen, schließt sehr nähe des Wochenhochs, aber es ist schon relativ hoch. Wir bleiben in dieser Mittwoch eingezeichneten Range. Da ist gar nichts. Wir haben, na, das sieht man gleich im Tageschart besser, diesen Punkt hier mal überwunden. Von der Wochensicht her überhaupt nichts. Gehen wir auf den Tag, vielleicht gibt es da mehr. Ich befürchte allerdings 9. So, vom Tag her. Das war das letzte Hoch, das hatten wir immer überboten. Das ist hier vom 3.7., das hatten wir überboten, aber sind ja dann gleich wieder drunter gegangen. Und wir haben es auch gestern nur ansatzweise zurückgeholt. Und heute Morgen wieder verloren, schließen aber jetzt in der Nähe des Tageshochs. Wo ist denn der DAX-Schluss? 16.172. Heute war kleiner Verfalltermin. Juli, ich gebe da nicht so viel drauf, weil da ist das Volumen insgesamt relativ gering. Also der mit der Triple Witching, mit dem Future, das ist auf jeden Fall immer größer und da ist der Dezember und der Juni sind, so wie ich es empfinde, immer die mit dem größeren Umsatz. Hier ist gar nichts. Ja, die gleitenden Durchschnitte sind durchgegangen nach oben, 10 über 20, Trendfolge von daher in Ordnung. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Wir haben den ersten kurzen Histogrammbalken auf dem MACD. Wir gelten nach wie vor als, ich mache das mal größer, warte mal, so. Wir gelten nach wie vor als überkauft, schon seit die ganze Woche über, seit Montag letzte Woche, auch noch früher. Freitag, das ist hier, da. Freitag letzte Woche. Wir gelten als überkauft, das dreht ganz leicht, aber das ist nach wie vor kein Verkaufssignal. Ist es nicht. Aber meines Erachtens nach läuft die Zeit für den DAX ab. Je länger der hier oben rumstrauchelt, ohne eine Entscheidung zu treffen, dann geht er auch mal wieder runter. Soll sagen, ich gebe dem DAX bis Dienstag 12 Uhr, na 13 Uhr bis zur Kasse, gebe ich ihm, dass er dieses Ding hier endlich rausnimmt. Wenn er das nicht macht, kommen hier und da Verkaufssignale rein auf technischer Seite. Vom Chart her ist dieses letzte Zwischenhoch, was wir hier hatten, das war bei 16.240 nach wie vor, deswegen nehme ich diese Parallele hier auch nicht weg, nach wie vor der Widerstand. Und es ist nach wie vor dieser Punkt hier, das ist bei 15.995, ist Support. Muss dazu sagen, wenn man mal das Glück hat, dass man irgendwann um 15:45 Uhr eine Sartorius gekauft hat, die dann auf einmal innerhalb von 2 Stunden 30 Euro hochgeht, schön. Die Bayer sind auch ein bisschen gestiegen, die Deutsche Lufthansa sind auch ein bisschen gestiegen, aber diese Märkte momentan mit den A geringen Umsätzen, B den Mini-Orders, die da sind, ja, die bringen einen dazu, dass man Gewinne schneller mitnehmen muss. Also wenn eine Aktie 2, 3, 4% steigt und man hat einen 10er Hebel, ist das ein guter Deal. Ich glaube nicht, dass man sich momentan dem Irrglauben hingeben muss, dass man hier irgendwie wilde Renditen erzielt. Klar kann man auch mal 50 oder 100 Punkte im Index mitmachen, ja, aber in den Aktien ist es, finde ich, nicht sehr einfach. Da war eine LVMH ganz toll, die waren bei 890 am, wann war denn das? Ich glaube, es war Montag. Auf einmal gehen sie runter auf 840, jetzt sind sie wieder 867. Es ist zwar Schwankung da, aber das ist eher zufallsbedingt. Wie jetzt heute, ich weiß nicht, was ein Sartorius war, ich habe keine Ahnung. Die SAP-Zahlen waren grottig, ich habe mir mal den Chart angeschaut. Ich finde es persönlich interessanter, ein Nasenhaar zu ziehen, als sich irgendwie vom Chart her mit SAP auseinanderzusetzen. Momentan zumindest. Das kann sich irgendwann mal ändern, aber ich finde es total uninteressant. Es kommen nächste Woche wieder ganz viele Zahlen, und zwar in der Reihenfolge: Deutsche Börse, Deutsche Bank, Puma, Daimler, damit meine ich Mercedes, VW und BASF. Das ist mal nur für Deutschland, ja, also von den größeren Werten. Ja, Puma ist bestimmt auch interessant. Mal schauen, wie dann die Adidas drauf reagieren. Ich habe hier kein, nach wie vor nicht, sinnvolles Signal. Ja, wir haben eine Inside-Kerze, ein Inside-Candle, ja, die ist innerhalb des vorangegangenen Tages. Hier ist keine Aussage. Die müsste ich mir jetzt echt zurecht lügen, ja, oder schön saufen. Aber ich habe hier leider kein Signal, was ich guten Gewissens weitergeben kann. Ich wünsche euch ein Happy Trading, fette Beute, hoch die Hände, Wochenende. Bye bye.